Im Fußball gilt kontrollierte Offensive. Einen schnellen Gegenangriff des Gegners gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Beim Lüften ist es genau andersherum. Schnelles Stoßlüften ist die beste Taktik. Im Normalfall genügt es, 3 bis 4 Mal täglich für 5 bis 10 Minuten die Fenster weit zu öffnen. Die Fenster zu kippen ist vom Energiesparstandpunkt aus Unsinn. Denn dabei dauert es deutlich länger, bis sich die Luft austauscht. Und so wandert viel mehr Heizenergie buchstäblich zum Fenster hinaus. Für einen besonders schnellen Luftaustausch sollten Sie querlüften. Dazu öffnen Sie gegenüberliegende Fenster oder Türen, damit ein Durchzug entsteht. Drehen Sie während der Heizsaison vor dem Lüften immer die Thermostate runter, damit keine Heizenergie verschwendet wird. Denn wie beim Fußball auch gilt, wir wollen unsere Energie effektiv einsetzen.